Now Isaiah chapter 40. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen in Jesaja. Verse 30 says, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Vers 30, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Verse 31 says, but those who hope in the Lord, those who wait in the Lord, they will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Vers 31, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. This is such a nice verse. Das ist so ein schöner Vers. It has a solution for each and every one of us. Das, dieser Vers bringt Lösung für jeden von uns. It's telling us we need to hope in the Lord. Put your hope in the Lord. Damit wird gesagt, lasst unsere Hoffnung auf den Herrn setzen. The word of the Lord says that whoever put their hope in the Lord will never be disappointed. Diejenigen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, werden nie enttäuscht werden. Those who wait upon the Lord, they will never be disappointed. Diejenigen, die auf Gott warten, werden nie enttäuscht werden. The best thing to do is to wait upon the Lord. Das Beste, das du tun kannst, ist auf Gott zu warten. The best thing to do is to put your hope in the Lord. Das Beste, was du tun kannst, ist deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Because when you put your hope in the Lord according to this verse. Denn wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt. Your strength will be renewed. Wird deine Kraft erneuert. When you become tired, when you become weary, your strength will be renewed. Wenn du müde wirst, wird deine Kraft erneuert sein. And you will soar on wings like eagles. Und du wirst hinauffahren wie ein Adler. You will run and you will not grow weary. Du wirst laufen und nicht müde werden. You will walk and you will not be faint. Und du wirst gehen können ohne zu fallen. Amen. But what I've been meditating this week, I've known about this, but I've been meditating about this. Ich habe diese ganze Woche darüber nachgedacht. Is about the eagle. Und zwar vor allem über den Adler. Here it says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. It's interesting that in this verse it exemplifies the life of a person who waits upon the Lord. They'll be like an eagle. Es ist so interessant, dass hier jemand, der auf den Herrn harrt, mit einem Adler verglichen wird. There are personality traits that are inherent in the eagle that God wants us to have with him. Es gibt gewisse Eigenschaften des Adlers, die Gott möchte, dass auch wir sie haben. God wants to work on our personalities as we wait upon him. Gott möchte an unserer Persönlichkeit arbeiten, während wir auf ihn warten. We have strong personalities and weak personalities. Und auch unsere Persönlichkeiten können schwach oder stark sein. And we need to work at having balanced personalities. Und wir sollten daran arbeiten, dass unsere Persönlichkeit ausgeglichen ist. The eagle has certain kind of personalities that we need to learn from. Der Adler hat gewisse Eigenschaften, von denen wir lernen können. And as I said, God wants us to work on our personalities as we wait upon him. Und Gott möchte an uns arbeiten, wenn wir auf ihn warten. Now, the two key words in this verse are that we will mount with wings like eagles. Wir werden auffahren mit Flügeln wie Adler. God is telling us something here when we compare ourselves to eagles in this particular verse when you wait upon him. Gott sagt, dass wir so sein werden wie Adler, wenn wir auf ihn warten. Eagles are strong animals. Adler sind sehr starke Tiere. Now, eagles are admired all over the world as a symbol of power, freedom, going beyond ordinary limits, surpassing and exceeding. Adler werden auf der ganzen Welt bewundert als ein Symbol von Kraft und Freiheit. They are powerful. Sie sind voller Kraft. They go beyond ordinary limits. Und sie gehen über Grenzen hinaus. That's how Christians were supposed to be. So sollten Christen sein. About the eagle, Exodus 19:4 says this. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Deuteronomy 32:11 says this. As an eagle stirs up the nest,
hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. So the Lord alone led him, and there was no foreign God with him. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. The Lord will carry you on wings like eagles when he wait upon you, when you spend time with him. Gott wird dich tragen wie auf den Adlern, auf den Flügeln eines Adlers. He will cover you with his wings. Und er wird dich beschützen mit seinen Flügeln. When an eagle covers the eaglets with its wings, no enemy dare come near. Wenn ein Adler seine Kinder schützt mit den Flügeln, dann wird kein Feind sich nähern. When God covers you, when God protects you, no harm shall befall you. Wenn Gott dich beschützt, wird dir nichts Schlechtes passieren. You know Psalms 91 verse 1 what it says. Ihr wisst, was in Psalm 91 steht. Let's go there, Psalms 91. Psalm 91. It's one of my favorite Bible verses. Es ist einer meiner Lieblingsverse. Psalms 91. He who dwells in the shadow of the Almighty will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, and my God in whom I will trust. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. I love it. Ich liebe diesen Vers. I love Psalms 91. Ich liebe Psalm 91. There are seven principles of an eagle. Es gibt sieben Prinzipien vom Adler. I believe it was written by Miles Monroe. Seven principles of an eagle. Sieben Prinzipien eines Adlers. Principle number one. Eagles fly alone at high altitude and not with sparrows or other small birds. Nummer eins. Adler fliegen ganz weit oben ohne Spatzen oder andere kleinen Vögeln. No other bird can go to the height of the eagle. Und kein anderer Vogel kann so hoch steigen wie der Adler. Stay away from sparrow and ravens. Eagles fly with eagles. Bleibt weg von anderen Vögeln, denn Adler fliegen nur mit Adlern. I read a quite interesting story. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen. A son and the father, they were driving somewhere in the countryside. Eine Geschichte von einem Vater und Sohn, der die im Land herumgefahren sind. They didn't know the directions, so they came to a farm and to ask for directions. Und irgendwann kannten sie den Weg nicht mehr weiter und deswegen hielten sie beim Bauernhof an. As the father was talking with the child. Und während der Vater mit dem Sohn sprach. The boy ran around just to observe the area. Ist der Sohn auch herumgelaufen, um sich alles anzuschauen. He went where the chicken or the chickens. Looking for worms, scratching on the floor. Und er sah, wie die Hühner im Boden nach Würmern suchten. Later, the son came running to the father. Später kam das Kind wieder zum Vater gerannt. And he says, Daddy, there is an eagle eating or scratching with the chickens. Und der Junge sagte, Papa, da ist ein Adler, der nach Würmern sucht. And the father decided to ignore the child, because he knew such a thing cannot happen. Eagles, they don't eat with chicken. Und der Vater ignorierte das Kind, weil er genau wusste, Adler würden doch nicht bei den Hühnern sein. Again, the boy returned to the father and said, Daddy, you have to come and see this eagle. Aber später kam das Kind noch einmal zu ihm gerannt und sagte, Papa, du musst genau sehen, da ist ein Adler. The father told his son that it could not be an eagle and began to apologize to the farmer for the interruption of the son. Und der Vater dachte immer noch, das kann ja gar nicht sein, und entschuldigte sich schon bei dem Bauern. And the farmer stopped him and said, "It's okay. There's an eagle in there." Und der Bauer sagte, nein, es ist richtig so. Da gibt es einen Adler bei den Hühnern. And the father was so shocked. Der Vater war so schockiert. So he decided he wants to see this eagle which hangs with the chicken. Deswegen wollte er auch unbedingt diesen Adler sehen. Then he saw a bald eagle walking around on the ground. Pecking for food in the dirt, and the man could not believe it. Und da sah er diesen Adler, der auch auf dem Boden herumpickte, und konnte es nicht glauben. And he turned to the farmer, and he asked, "How in the world did this happen?" Und er fragte den Bauern, wie konnte das passieren? The farmer laughed and said,
He found the eagle when it was a baby. Der Bauer hatte den Adler gefunden, als er noch klein war. It had fallen out of its nest in the storm and was injured. Und dieses Tier war aus dem Nest gefallen, als es noch ein Baby war und war verletzt. And the farmer brought it home, weaned it back to health. So hat sich der Bauer um diesen Adler gekümmert. And put it in the chicken's pen because it did not know how to fly. Und weil der Adler nicht wusste, wie man fliegt, hat der Bauer den Adler bei den Hühnern getan. Time passed and the eagle grew but never learned how to fly. Die Zeit ist vergangen, aber der Adler hat nie gelernt zu fliegen. In fact, it never seemed like it wanted to fly. Und es schien auch nie so, dass der Adler fliegen wollte. It was happy to be with the chickens eating seeds and digging for worms. Der Adler war schon glücklich damit, bei den Hühnern zu sein. You know, the eagle was not meant to hang with the chicken. Der Adler sollte aber nicht bei den Hühnern sein. The eagle was not created to be looking for worms like the chicken. Der Adler war nicht geschaffen, bei den Hühnern nach Würmern zu suchen. The eagle is created to soar on high heights, to fly. Der Adler wurde geschaffen, damit er hoch hinauf steigen kann. In fact, when other birds hide from the storm, und wenn andere Vögel sich vor dem Sturm verstecken, the eagle is created to look for storms. Wird der Adler nach Stürmen suchen. And to soar in this, to ride on storms. Damit er mit dem Wind hinaufsteigen kann. As human beings, we are created to soar high. Und wir Menschen wurden von Gott geschaffen, dass wir hinaufsteigen. We are created to soar high with the Lord. Dass auch wir heraufsteigen mit dem Herrn. You are supposed to wait upon the Lord, hope upon the Lord. Du solltest auf den Herrn warten und deine Hoffnung auf ihn setzen. And the Lord will strengthen you to soar high with wings like eagles. Und der Herr wird dir die Kraft geben, aufzusteigen wie ein Adler. He will strengthen your wings. Er wird deine Flügel stärken. That you can even soar in storm. Damit du auch im Sturm noch hinaufsteigen kannst. In storm times, you are not supposed to be destroyed. You are not supposed to be overcome. You are supposed to conquer. Und auch in stürmischen Zeiten wirst du nicht überwunden werden. An eagle has no business walking around on the ground digging for worms. Ein Adler sollte nicht auf dem Boden herumkriechen, um nach Würmern zu suchen. And that's why this father was so shocked. There's an eagle with chicken. Deswegen war der Vater so schockiert, diesen Adler bei den Hühnern zu sehen. But if you put an eagle with a group of chickens, aber sooner or later it will act like a chicken. Aber wenn du diesen Adler nur bei den Hühnern lässt, dann wird der Adler anfangen, wie ein Huhn sich zu verhalten. And that's why last week I say it's very important who you hang around with. Deswegen ist es wichtig, mit welchen Menschen du zusammen bist. If you hang around people who think like chicken, they think like the low life. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die immer nur niedrig von dem Leben denken. They don't have big plans. They don't think of soaring high. Wenn sie keine großen Erwartungen über das Leben haben. They don't think of succeeding in life. Wenn sie nicht daran denken, dass sie Erfolg haben werden. Sooner or later, you will not think of succeeding in life or conquering or something of that sort. Wirst du irgendwann auch anfangen, so zu denken wie sie. You need to hang around people who are rising like eagles, people who are soaring higher. Du solltest mit Menschen zusammen sein, die auch aufsteigen wie Adler. People who spend time with God, people who put their hope in God. Und die Zeit mit Gott verbringen. They receive strength. Und ihre Hoffnung auf Gott setzen. Sie werden neue Kraft bekommen. They are full of hope. Sie sind Menschen voller Hoffnung. They are people who are moving forward. Und das sind Menschen, die nach vorne kommen mit Gott. Those are the people you need to hang around. Mit solchen Menschen solltest du zusammen sein. Principle number two. Nummer zwei. They're very happy, eh? Principle number two. Eagles have strong vision. Adler haben eine starke Sicht, eine starke Vision. Now, you know, the word of God says, without a vision, people perish. Ohne eine Vision zu haben, werden Menschen zugrunde gehen. Without a vision, people perish. Ohne eine Vision zu haben, werden Menschen zugrunde gehen. If you don't have a vision for the future, wenn du keine Vision hast für deine Zukunft, then you're going nowhere.
dann wirst du nirgendwo hinkommen. Ask your neighbor, do you have a vision for the future? Frag deinen Nachbarn, hast du eine Vision für deine Zukunft? Hast du eine Vision für deine Zukunft? Hast du eine Vision für deine Zukunft? Do you have a vision for the future? Hast du eine Vision? But now let me say this, God has a good vision for you for the future. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat eine gute Vision für deine Zukunft. And that's why you need to spend time with God and he reveals to you what is in the future. Deswegen solltest du Zeit mit Gott verbringen und er wird dir diese Vision zeigen. He says, I know the plans that I have for you. They're not bad plans. They're not plans of evil. They are plans of good to give you a future and a hope. Denn Gott selbst sagt, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Es sind keine schlechten Pläne, sondern gute Pläne, die dir eine Hoffnung und eine Zukunft geben. Tell your neighbor, get a vision from God. Sag deinem Nachbarn, hol dir deine Vision von Gott. Get your vision from God. Hol deine Vision von Gott. So, eagles, they have strong vision. Adler haben eine starke Sicht. They have the ability to focus on something up to 5 kilometers away. Adler sind fähig, sich auf Sachen zu konzentrieren, die sogar 5 Kilometer entfernt sind. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? The eagle, it looks small Der Adler compared scheint, to a human being. Scheint im Gegensatz zum Menschen klein zu sein. But it has an ability to see as far as 5 kilometers away. Aber der Adler hat die Fähigkeit, in 5 Kilometer Entfernung noch etwas richtig gut zu sehen. When it sees food, when it sees its prey. Wenn der Adler die Beute sieht. He narrows his focus. Dann fokussiert er sich auf dieses Tier. And sets out to get it. Und beginnt es zu fangen. No matter the obstacles. Egal was für Hindernisse es gibt. Eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Der Adler wird sein Fokus nicht von dieser Beute entfernen. We are supposed to be focused people. Wir sollten fokussierte Menschen sein. We are supposed to have a vision for the future. Wir sollten so eine Vision für die Zukunft haben. And focus towards it. Und wir sollten uns auf diese Vision fokussieren. Let nothing distract you. Lass nicht zu, dass irgendetwas dich davon abbringt. Let no obstacle distract you. Lass nicht zu, dass irgendein Hindernis dich davon abbringt. Let no impossibility instruct you. Und lass nicht zu, dass irgendeine Unmöglichkeit dich davon abbringt. Let no people with chicken mentality make you change your mind. Und lass nicht zu, dass Menschen, die eine Hühncheneinstellung haben, deine Pläne ändern. And that's why I say, hang out with people who have the eagle kind of mentality. Deswegen solltest du mit Menschen zusammen sein, die auch diese Einstellung des Adlers haben. They help you to stay focused. Sie helfen dir, fokussiert zu bleiben. Have a vision and remain focused, no matter the obstacle, and you will succeed. Hab eine Einstellung wie der Adler und du wirst Erfolg haben. Because God wants you to succeed. Denn Gott möchte, dass du Erfolg hast. Principle number three. Nummer drei. Eagles do not eat dead things. Adler essen nichts, was tot ist. Eagles, they feed only on fresh prey. Adler essen nur frische Beute. They are unlike vultures. Vultures, they eat dead animals. But eagles will not eat dead animals. Sie sind nicht wie Geier, die tote Tiere essen. Even a hyena. A hyena, when he sees dead meat, He will eat. So wie die Hyänen, sie werden auch totes Fleisch essen. Eagles eat fresh meat. Aber Adler essen nur Frischfleisch. I had a very funny experience. Ich hatte ein Erlebnis. One time my mom brought a black chicken home. Eines Tages brachte meine Mutter ein schwarzes Hühnchen. And it was handed over to me. Und es wurde mir gegeben. And I came with my knife, choop, I sharpen it. I was ready to slaughter it. Und ich habe mein Messer scharf gemacht. The chicken saw the knife. Das Hühnchen sah dieses Messer. I tell you, the chicken started jumping, and went in the corner, and he died. Dieses Hühnchen ist im Raum umhergelaufen und ist in eine Ecke gegangen und ist gestorben. This is a true experience. Das ist wirklich passiert. It went in the corner and it died. In die Ecke ist es gelaufen und ist gestorben. So I didn't slaughter it. Also ich musste es nicht schlachten. But my mom told me, no, this is funny. We are not going to eat this chicken. And
We took the dead chicken and we went and buried it somewhere. Und meine Mutter meinte, wir werden dieses Tier nicht essen und wir haben es dann begraben. But as eagles, we are not supposed to eat dead meat. Adler, dead. Wir als Adler sollten kein totes Fleisch essen. Because you don't know why this animal died. Denn wir wissen for what nicht, reason this animal died. Wieso das Tier gestorben ist. Now, as Christians, aber wir als Christen, we should not feed ourselves with just anything. You should not feed our ears and our eyes with just anything. Wir sollten uns nicht ernähren, unsere Ohren und unsere Augen mit allem, was es gibt. Be careful what kind of music you listen to. Sei vorsichtig, welche Musik du hörst. Be careful with what kind of soap opera you watch. Und sei vorsichtig, was für Serien du schaust. Whatever you watch on television, be careful. Don't just watch everything they bring. Sei vorsichtig mit dem, was du im Fernsehen schaust. Because at the end it's going to influence you to so high. Denn irgendwann wird es dich dazu bringen, aufzusteigen. Or it will help you to think like a chicken. Oder dich dazu bringen, wie ein Hühnchen zu denken. In other words, be selective of what you hear and what you listen, what you watch. Mit anderen Worten, pass darauf auf, was du schaust oder hörst. Ask your neighbor, what have you been watching? Frag deinen Nachbarn, was hast du geschaut? Have you been watching a chicken program or an eagle program? Hast du ein Programm von einem Hühnchen oder von einem Adler geschaut? Principle number four. Nummer vier. Eagles, they love the storm. Adler mögen den Sturm. When clouds gather, the eagles are excited. Wenn sich die Wolken zusammenziehen, dann freuen sich die Adler. And the eagle uses the wind of the storm to lift higher and higher, to go higher and higher. Und der Adler benutzt den Wind, um weiter nach oben zu steigen. There is no bird that goes higher like the eagle. Es gibt keinen anderen Vogel, der höher steigen kann als der Adler. And once the eagle finds the wind of the storm, und wenn der Adler den Wind im Sturm gefunden hat, it uses the wind of the storm to lift itself higher above the clouds. Wird der Wind dazu gebracht, um weiter nach oben zu kommen. And then it's just go. Have you watched a movie of an eagle flying? When it's up there, it spreads the wings and then just taken by the wind. Oh, it just moves. I say, one day I'll have wings to fly like the eagle, just to enjoy it. Eines Tages werde ich auch Flügel haben wie ein Adler und fliegen können. When there is a storm, I said, other birds, they hide themselves in the leaves. In dem Sturm werden sich andere Vögel verstecken. That is the time that the eagles, they dash out. Genau in dieser Zeit werden die Adler hinaufsteigen. As human beings, we can use the storms of life to rise to greater heights. Wir Menschen können den Sturm des Lebens benutzen, um weiter nach oben zu kommen. When you wait upon God, wenn du auf Gott wartest, we are going to be high achievers. Werden wir viel erreichen. And high achievers, they relish challenges and use them profitably. Wir können die Stürme des Lebens gebrauchen, um weiter nach oben zu kommen. You are created to be a high achiever in whatever thing you do. Du wurdest erschaffen, viel zu erreichen, egal in welchem Bereich du bist. You are created to succeed in life. Du wurdest geschaffen, erfolgreich zu sein. Now, principle number five. Nummer fünf. And look around you. If you see a single person, tell that person, listen carefully. Wenn du einen Single siehst, dann sag dieser Person, hör gut zu. Listen carefully. Hör gut zu. The eagle tests before it trusts. Der Adler testet, bevor er vertraut. I'm seeing the way Elke is just looking at my notes. Eh? She's excited that the next thing that is coming. The eagle just doesn't trust like that. Der Adler vertraut nicht einfach so. Singles, listen carefully. Ihr Singles, hört gut zu. Don't just trust anybody. Vertraut nicht einfach jeder Person. When a female eagle meets a male and they want to mate. Wenn ein weiblicher Adler auf einen männlichen trifft. She flies down to the earth. Fliegt die Weib der ja. Das Weibchen nach unten auf dem Boden. And the male eagle is pursuing the female, and the female is running to the ground.
Das Weibchen fliegt ganz schnell nach unten auf den Boden und das Männchen wird es verfolgen. And it picks a stick that is very heavy. Und wird einen Stock aufheben, der ganz schwer ist. And fly high in the sky. Und nach ganz weit oben fliegen. And then it drops it. Dann wird es diesen Stock fallen lassen. And the male eagle. Und das Männchen. Has to run after the stock of stick. Das Männchen muss schnell nach dem Stock greifen. And get it before it falls to the ground. Und bevor dieser Stock auf den Boden fällt, muss das Männchen diesen Stock and takes it to the female eagle. Und zu dem Weibchen bringen. And the female eagle will take it again and fly high in the sky, even higher. Das Weibchen wird wieder diesen Stock nehmen und nach ganz oben fliegen. And drops it again. Und wieder fallen lassen. And the male has to do the same. Und das Männchen muss es immer wieder tun. Run after the stick, gets it and bring it to the lady. Nach dem Stock fliegen, es fangen und wieder zum Weibchen bringen. This goes on for hours. Und das wird dann stundenlang so sein. Can you believe that? Kannst du dir das vorstellen? This goes on for hours. Das wird dann stundenlang so weitergehen. Until the eagle, the female eagle, is assured that the male eagle has mastered the art of catching the twig. Bis das Weibchen davon überzeugt ist, dass das Männchen das schaffen kann. Do you know what that shows? Wisst ihr, was es zeigt? That shows commitment. Es zeigt Hingabe. Commitment. Es zeigt Hingabe. You want to marry somebody who is ready to be committed for life. Wenn du jemanden heiraten möchtest, dann sollte es eine Person sein, die für das ganze Leben hingegeben ist. Not somebody who is just committed for a short time. Und nicht nur bereit ist für eine kurze Zeit. And jumps to another person. Und danach eine andere Person sucht. So the female eagle tests this male eagle if is this male eagle committed? Und deswegen schaut das Weibchen, ob das Männchen voller Hingabe ist. Don't just see, this lady is beautiful, I'll get her. Schaut nicht nur auf eine Person und heiratet sie, weil sie schön ist. I'll compromise to get this lady. Ich werde einen Kompromiss eingehen, um diese Frau zu heiraten. I'll compromise to get this man. Ich werde einen Kompromiss eingehen, damit ich diesen Mann heiraten kann. No, you need to test if the commitment is there. Du solltest prüfen, ob es diese Hingabe gibt. Is this man ready to give birth to children with me and take care of me and the children? Ob diese Person bereit ist, Kinder zu bekommen und wirklich sich um diese zu kümmern? Or this man is just ready to hit and run. Oder diese Person nur kurz da ist und dann wieder wegläuft. Is this lady able to take care of my children? Ist diese Person fähig, sich um meine Kinder zu kümmern? Diese Frau. You have to test. Du musst prüfen. Test the water before you jump in. Prüfe das Wasser, bevor du hineinspringst. Don't jump in a boiling water. Your skin will burn. Spring nicht in kochendes Wasser. Deine Haut wird verbrennen. So the eagle tests if there's commitment. Also die Adler schauen erst, ob es Hingabe gibt. If it's assured that this male male eagle is a committed eagle, then it opens up itself to him. Und sobald das Weibchen sicher sein kann, dass das Männchen voller Hingabe ist, dann wird es bereit sein. Singles, that's kostenlos Beratung. Nowadays you're really getting a lot of kostenlos Beratung. I believe God is preparing us for many weddings here. Hallelujah. Somebody says amen. Amen. But you see, in life, commitment is very, very important. Hingabe ist in deinem ganzen Leben wichtig. Commitment is very, very important. Die Hingabe ist sehr wichtig. Principle number 6. Nummer 6. The other one about commitment was principle number 5. Which the singles, you need to go back. But even principle number 6 is good. Aber auch Nummer 6 ist gut. The eagle prepares for changes. Der Adler macht sich bereit für Veränderungen. When it's ready to lay eggs,
Wenn es Zeit ist, die Eier zu legen. The female and the male eagle identify a place very high on a cliff where no enemies can reach. Wenn das Weibchen und das Männchen an einem ganz hochgelegenen Ort ein Nest bauen. Remember their partners. Erinnert euch, das sind Partner. They work together. Sie arbeiten zusammen. So they look for a place very, very high, far away from the enemy. Also suchen sie nach einem Ort ganz weit oben, weit weg von den Feinden. The eagle, they build their nest. It consists of thorns. Und das Nest ist gebaut aus Dornen. With feathers. Und Federn. That's what they used to build their nest. Und damit bauen sie das Nest. And the net, the thorns outside protect the nest from the enemy. Die Dornen an der Außenseite beschützen die Eier vor Feinden. And you realize in the life of an eagle, the male and the female, they participate in taking care of the eggs and the family. Bei den Adlern sieht man, dass beide Elternteile sich um die Eier kümmern. The male eagle is not a hit and run. Das Weibchen wird nicht nur kommen und dann verschwinden. The female lays the eggs and protects the egg. Und das Weibchen legt die Eier und beschützt die Eier. The male eagle, he builds the nest and he hunts for food. Und das Männchen baut das Nest und geht dann auf Futtersuche. And also, in the training the eaglets. Und wenn es an die Zeit kommt, die Kinder zu trainieren, they do it together. Dann tun sie das auch zusammen. It's very interesting how the eagles they train their children. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Adler ihre Kinder aufziehen. When the eaglets are big enough, wenn die Kinder groß genug sind, that's when the training starts. Da beginnt die Ausbildung sozusagen. In other words, they start pushing the eaglets out of the nest. Sie fangen an, ihre Kinder aus dem Nest zu schubsen. They've never flown before. They push them out of the nest. Die Kinder sind noch nie zuvor geflogen, aber sie werden aus dem Nest geschubst. And they think, what is my parent doing to me? And they come and jump in again. Und sie denken, was passiert da? Was machen meine Eltern mit mir? Und sie versuchen wieder ins Nest zu kommen. And they're pushed out again. Und dann werden sie wieder herausgeschubst. But this time when they're pushed out, aber wenn sie dann herausgeschubst werden, the eagles, they remove the feathers. Werden die Federn from the nest. Aus dem Nest getan. So when the eaglet comes back, also wenn das Kind wieder versucht hineinzukommen, it finds thorns. Findet es nur Dornen. And it picks and it get out quickly. Und möchte wieder aus dem Nest heraus. And then the female eagle takes the eaglets. Und dann nimmt das Weibchen die kleinen. Flies high with them in the sky. Fliegt ganz weit nach oben. And drops them. Und lässt die Kinder wieder fallen. And the eaglet is complaining, what is happening with my parents? Why do they want to kill me? Und das Kleine wird dann denken, was machen meine Eltern? Sie möchten mich töten. They drop them. Sie lassen die Kinder fallen. And they cry and they scream. Und die Kleinen fangen an zu weinen. And then when they're dropping like this, aber wenn sie gerade fallen, the male eagle just comes and flies with a feather and just picks them up and take them to the mother. Wird das Männchen kommen und das fallende Kind auffangen und wieder zu der Mutter bringen. And the mother does the same thing. Und die Mutter wird dasselbe mit den anderen tun. In the sky. Wieder hoch hinaus. And drops it. Und wird das Kind wieder fallen lassen. That's how they're trained to fly. So lernen sie zu fliegen. So in the training, the mother takes drops, and the father, when the father realizes, okay, is not ready to fly, the father picks and taking through the process of the lessons again. Die Mutter lässt das Kind fallen und wenn der Vater sieht, dass das Kind noch nicht bereit ist zu fliegen, wird er das Kind auffangen und wieder zur Mutter bringen. Until the time the eaglet has learned the art of spreading the wings and start flying. Bis das Kleine gelernt hat zu fliegen. When that happens, then they've learned the lesson of flying. Und wenn das passiert ist, haben sie gelernt zu fliegen.
quite interesting. Sehr interessant. There are things that we can learn from the lifestyle of the eagle. Es gibt Dinge, die wir von diesem Lebensstil der Adler lernen können. Because in life, you know, God is taking us through a process of training. Denn auch in unserem Leben bringt uns Gott durch einen Prozess dieser Ausbildung. God is taking us through a process of training. Er bringt uns durch so einen Prozess. So when you face changes in life, you should not complain. Wenn du Veränderungen hast in deinem Leben, dann solltest du dich nicht beschweren. Because that sometimes you go through some change and you think, oh, I'm alone. God has forsaken me. Und vielleicht denkst du vielleicht, wenn es eine Veränderung gibt, dass Gott dich verlassen hat. God hat, er hat dich noch nicht verlassen. But God has not forsaken you. You are going through a training. Du gehst nur durch eine Ausbildung. Amen. You are going through a time of change. Du gehst durch eine Zeit der Veränderung. Principle number 7. Und Nummer 7. The eagle knows when to retire. Der Adler weiß, wann die Rente gekommen ist. When an eagle grows old. Wenn ein Adler alt wird. That is approximately when an eagle is 40 years old. Das ist ungefähr mit 40 Jahren. You've heard this statement that life starts at the age of 40. Ihr kennt diesen Satz, das Leben beginnt erst mit 40. At the age of 40. Mit 40. The feathers of the eagle becomes weak. Werden die Flügel des Adlers schwächer. And cannot take him as fast as he should. Und der Adler kann nicht mehr so schnell fliegen wie zuvor. And when he feels weak and about to die. Und wenn er fühlt, dass er schwach wird und sterben wird. He separates himself from the crowds. Dann trennt er sich von der Menge. And retires to a place far away in the rocks. Und geht weit weg in die Berge. When he's there. Und wenn er dort ist. He starts plucking its feathers away. Fängt er an, seine Federn herauszureißen. It plucks all his feathers, every feather from his body. Der Adler reißt all die Federn heraus. I think I read somewhere some time ago. Und ich habe mal gelesen, that in this time it doesn't go for hunting. In dieser Zeit wird der Adler nicht mehr auf die Jagd gehen. But this is the time the partner feeds, bring the food. Aber der Partner wird das Futter bringen. But that is the time it plucks all its feathers. Es wird all die Federn herausreißen. Until all the feathers are gone. Bis all die Federn weg sind. And then his beak, the mouth, it hits on the rock. Und mit dem Schnabel wird er an die Felsen gehen. Until it's broken and comes out completely. Bis der Schnabel ganz kaputt ist. And when it comes to that time, then the renewal time starts. Und in dieser Zeit kommt die Zeit der Erneuerung. Actually, that takes around 150 days. Das dauert ungefähr 150 Tage. Can you imagine 150 days of just plucking the feathers and? Kannst du dir das vorstellen, 150 Tage lang, dass du dir die Federn herausreißt? And then the feathers start growing again. Dann fangen die Federn an, wieder neu zu wachsen. The beak, the mouth start growing again. Und der Schnabel wird auch wieder wachsen. And then when new feathers have grown again. Und wenn neue Federn gewachsen sind. It comes out. Kommt der Adler heraus. And start hunting and start living life afresh. Und fängt wieder neu an zu jagen und lebt von neuem. You think that this is a new eagle that has just grown. Und man würde denken, das ist ein neuer Adler. But this eagle has gone through a time of a process of renewal. Aber dieser Adler ist nur durch einen Prozess der Erneuerung gegangen. And it says after this process the eagle can live 30 years more. Nach diesem Prozess wird der Adler noch 30 Jahre leben. Now, what can we learn from this? Was können wir davon lernen? As human beings, we need to shed off habits and items that burden us without adding to our lives. Und wir Menschen müssen auch lernen, all die Lasten abzulegen, die uns schwer machen. Concerning habits, that's another preaching that will come at another time. Wie zum Beispiel Gewohnheiten, und davon werde ich auch das nächste Mal sprechen. But what kind of habit do you have that is not helpful in your life? Welche Gewohnheiten hast du in deinem Leben, die dir nicht helfen? It's time you need to shed it off. You need to pluck it out. Du solltest anfangen, das aus deinem Körper zu reißen. There are habits in life that will shorten your life. Es gibt Gewohnheiten, die dein Leben verkürzen. So you need to shed them off.
Also solltest du sie aus deinem Leben herausreißen. Deuteronomy 32:10. Let me repeat it from the Message Bible. 5. Mose 32:11. He found him out in the wilderness, in an empty, wind-swept wasteland. He threw his arms around him, lavished attention to him, guarding him as the apple of his eye. He was like an eagle hovering over his nets, overshadowing its young, then spreading its wings, lifting them into the air, teaching them to fly. God alone led him there. Led him. There was not a foreign God in sight. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Amen. God has found each and every one of us in a certain place. And each and every one of us, we are in a certain place. Gott findet uns in unserer bestimmten Situation. God wants to receive you where you are at. Und er möchte dich annehmen, da wo du gerade bist. He wants to lavish you with his love. Und er möchte dich umarmen mit seiner Liebe. He wants to protect you. Er möchte dich beschützen. He wants to work on you. Er möchte an dir arbeiten. To bring you to the place that you're supposed to be. Und dich dahin zu bringen, wo du sein solltest. He wants to make you the person who he wants you to be. Er möchte dich zu der Person machen, wo er dich haben möchte. He wants to strengthen you. Er möchte dich stärken. That you soar with wings like an eagle. Dass du hinaufsteigen kannst wie mit Flügeln von Adlern. Because you know that you are destined for new heights. Denn du wurdest geschaffen für höhere Höhen. Please talk to your neighbor and tell your neighbor, you are destined for new heights. Sag deinem Nachbarn, for higher heights. Du wurdest geschaffen für höhere Höhen. You are created to soar high. Du wurdest geschaffen, weit hinaufzusteigen. Du bist geschaffen, weit hinauf. Du wurdest geschaffen, um weit hinaufzusteigen. You are created for new heights. You are created to soar high. Geschaffen, weiter hinaufzusteigen. You are not created to have a chicken mentality. You are created to have an eagle mentality. Du wurdest nicht geschaffen, wie ein Hühnchen zu denken, sondern wie ein Adler. If it were not so, then why did God himself liken you to the most majestic of birds, the eagle? Denn wenn es nicht so wäre, wieso würde er dich vergleichen mit dem schönsten Vogel? He created you to soar high. Er hat dich geschaffen, weit nach oben zu steigen. He is developing you. Und er wird dich weiterentwickeln. Teaching you to fly, er to wird soar high. Dir zeigen, wie man fliegt. To be successful in life. Und auch erfolgreich zu sein.